So, herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir machen hier wieder weiter, weil es ist folgendes. Ich habe letztes Mal Mario Party gespielt. Und ich habe dann wieder Bock auf Zelda. Und jetzt werden wir uns endlich mal an den Volltempel heranwagen. Weil das nächste Tempel, den werde ich machen. Und da runter, rechts runter, gut. Runter, rechts runter. Gut. Wenn das Feuer ist, dann können wir es natürlich wieder einbeamen. Und hier gibt es sogar eine Wundererbse zu pflanzen, aber ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Ich weiß aber nicht, wo die Stelle ist. Ich weiß aber jetzt, wie man dorthin kommt. Das weiß ich jetzt. Und so einfach von da oben runterklettern. Das werden wir jetzt mal machen. Wir müssen ganz oben hin zum Todeskrater am Anfang. Und von dort aus können wir dann das holen. Wir müssen das machen. Hier ist auch eine Feenquelle. Diese Feenquelle können wir uns aber erst holen, wenn wir diese Feenquelle, können wir aber erst hin, wenn wir den Hammer haben. Diesen Hammer bekommen wir in diesem Level. Ist das hier? Nein. Ist das hier? Mal, hier ist das. Hier können wir runter. Ja. Gut. Ich muss gucken, wo diese komische Stelle ist für den komischen. Das ist ein komischer Wundererbse, weil diese brauchen wir nicht, weil... Boah, scheiße, ja, ich fall in die Lava. Ja, lass mich schön reden, bla bla. So. Ein Herzteil? Genau, wenn wir ein Herzteil gefunden haben und dann kriegen wir alle Energie wieder aufgefüllt. Dann wieder eins, also ich habe gelesen, dass es hier auf so einem Podest soll die Wundererbse sein. Ich habe, weil das war mir, weil dieses... Die Wunder des Friedens sind nämlich zu diesem Herzteil, was dort ist. Und deswegen brauchen wir das irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß leider nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkomme. Oh, Alter! Nein! Ich muss mal gucken, wo diese Stelle ist. Das Problem dabei ist, ich sehe die Stelle nicht. Das heißt, durch meine Grafikkarte, die ich drin habe, kann ich nicht gucken, wo die Stelle ist. Ich sehe sie meistens nicht. Aber ihr habt es ja gesehen, auch auf dem Friedhof und so. Ich sehe die Stelle nicht, wo die Dinger sind. Ich habe Fisch und Käfer, so brauche ich hier nichts machen. Und jetzt sehe ich die Stelle nicht, wo das Ding ist. Also muss ich, im Prinzip muss ich gucken, wo sie ist. Ich will sie aber finden. Und hier... Hier mit dem Stein, ja. Okay. Hier vielleicht... Nein! 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 Link! Link, mach keinen Scheiß. Leute, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich werde es nochmal gucken, da beim Todesberg. Aber beim... Ach, dumm. Wir gehen einfach die Bühne wieder runter. Das einfachste. Und ja, dann machen wir das ist auch okay. So, hier irgendwo muss dieses Ding sein. Aber ein Podest. Und das sind die Podeste. Das muss irgendwo hier auf dem Podest sein. Aber ich gucke jetzt noch mal. Und das ist auch hier. Nein, also ich sehe es hier nicht. Hier legen wir jetzt mal eine Bombe. Einfach mal so als Jux und Tollerei. Nee.
Dann gucken wir hier nochmal. Hier sind die Podeste, aber irgendwo muss auch... Ich setze einfach mal Käfer aus, weil ich ziehe dann eh hinein. Mal gucken, ob das hier, was hier ist. Ich guck mal, wenn nicht, dann... Sieht so aus. Aber... Das ist doch scheiße, das ist richtig scheiße. Ach man, ja. Ach, leck mich doch. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt einfach in den Feuertempel. Ich will aber dieses Fenster nochmal haben. Das habe ich mir auch bekommen. Ach, leck mich, Leute. Wenn ihr wisst, wenn ihr mir genau sagen könnt, wo diese Stelle ist zum Pflanzen, dann sagt es mir bitte, wo ich da genau hingehen muss. Im Feuertempel. Also, im Todeskrater. Und jetzt werden wir uns in den Feuertempel begeben. Wenn Link mal nicht so dumm wäre und mal die Leiter nehmen würde, genau. Seht ihr, wie tief das runtergeht? Haben Sie gesehen, oder wie tief das runtergeht? Wenn ich mich hier fallen lassen würde, würde ich eine Menge Herzen verlieren. Deshalb bin ich heruntergeklettert. So. Willkommen im Feuertempel. Oh, ich sehe sie schon wieder. Wie ich sie vermisst habe. Hier noch ein Schlüssel. Also können wir nur hier lang. Wer ist da? Bist du es, Bastian? Tatsächlich, Bastian. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten. Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur von Vage aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Garonen der Beste zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch hier habe ich keine Wahl. Bastian, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Bastian. Natürlich. Ich muss ja den Schlüssel holen, damit ich rein kann. Aber er kann einfach so hineingehen. Das ist natürlich wieder... Ja. Ja. Spielentwickler ist ja toll. Okay, hier bekommen wir also diesen komischen Hammer. Diesen Hammer können wir bestimmte Steine zusammenschlagen. Die will ich mit einer Bombe nicht sprengen können. Oh, eine Fee. Zwei Feen. Leute, ich glaube, ich fange mir eine. Ich lasse den Fisch jetzt frei. Und fange mir eine Fee. Käfer behalte ich mir jetzt aber. Bomben. Ja. Ja. So, hier waren wir jetzt. Jetzt gehen wir woanders. Jetzt gehen wir mal hier lang. Da vorne ist eine Zelle. Seht ihr, Leute? Hä? Hallo? Bin ich jetzt dumm oder was? Ach man, ich... Ach man...
Ich wollte eigentlich zu der Zelle. Und dann kam ich, okay. Nein! 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 Ach, das waren die Käfer. Gut. Wieder fangen. So, jetzt kommen die Flaschen weg, sonst fällt sich wieder ein. Hier legen wir die Bomben hin und hier die Corona. So. Ja, eigentlich muss ich da so hinkommen, wenn ich nicht so dumm werde und... Warum verliere ich keine Energie? Ja, jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich lose schon wieder voll ab. Ich lose schon wieder voll ab. Zurück. Brauchen wir immer nicht. Ich muss hier rüber kommen. Gut. Und jetzt hier rüber kommen. Und jetzt hier rüber springen. Und jetzt hier rüber springen. So, jetzt. Bei ihm kommt uns ein Schatz zu mir drin. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in den oberen Stockwerk bringt. Also wir müssen alle Gruben befreien, weil in jeder Zelle ist ein Schlüssel drin. Ein kleiner. Und da wir alle kleinen Schlüssel brauchen, müssen wir alle Gruben befreien. Und das ist der Pfeiler, den da meint er. Den müssen wir nach unten schießen, damit wir zur Posttür können. Okay. Ich bin Idiot. Ich bin immer noch von... Ich habe das so gelernt, dass ich mit den C-Knöpfen die Kamera bewegen kann. Das ist bei vielen Spielen so. Aber hier natürlich nicht. Und ich Idiot zurück über C anstatt Z. Über oben kann ich bewegen die Kamera, mit oben Z. Hier haben wir alles gemacht. Gut. Wir zurück, jetzt haben wir den Schlüssel bekommen, jetzt können wir die andere Tür rein. Wenn sie uns treffen, diese Dinger, dann werden wir gefickt. Dann verlieren wir irgendwie. Seht ihr das hier? Hier kann man. Hier ist eine Tür. Seht ihr das? Aber ich kann nicht bewegen. Warum kann ich da nicht dahinter? Da ich brauche zuerst einen Hammer. Und hier? Ja, auch eine Tür. Wir gehen erstmal hier rein, Leute. Und wir den Schlüssel haben. Ich will erstmal das machen. Ach, seht ihr? Einfach ein Gang. Oh, hier ist der Masterschlüssel. Bitte, bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen. Oh, hier ist der Masterschlüssel drin, Leute. Hier sind zwei Zähne, okay? Wir werden den Masterschlüssel dort bekommen von der anderen Seite. Und dann können wir gleich zum Boss gehen. Deswegen ist das so gemacht. Das weiß ich noch. Ich denke es mir mal. Na gut, da wir da in die Höhle noch nicht hinein können. Ein bisschen müde. Wenn wir hier weitergehen. Oh ja, ich liebe es. Wir gehen mal gerade durch einfach. Also wie heißt, gibt es hier noch nicht nennenswertes. Ja, toll, wir machen wieder so ein bisschen. Für den Schlüssel! Ja, fick mich, du geile schöne Maus. Dann werden wir jetzt hier mal ein bisschen umgucken, was also finden wir hier was. Hopp, gut. Ja, leck mich. Was ist hier? Link, du bist blöd. Link, du bist was von dumm. Ja, Pfeile, toll. Hier. Sie verdächtig, also sind sehr verdächtig. Oh, Link! Mann! Ja, ich bin da.
das ist ein schlau, das ist so gut. Was ist hier? Oh, eine Zelle. Sehr schön. Und ein Schlüssel. Die verraten uns immer ein Geheimnis. Irgendwas verraten uns immer. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Licht der Kronen kann dir dabei behilflich sein. Tja! Das Licht der Kronen ist dieser komische Hammer. Stahlhammer nennt sich der, glaube ich. Ja, ein kleiner Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel! So. Und weiter geht's. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Ja, los. So, da sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Oder? Ja, sieht fast aus. Hier ist so weiter. Ist ein. Ist das? Da ist das. Egal. Hier ist ein Stein. Das ist eine Tür. Also so viele Gänge, Leute. Wir haben die Hände der Zeit. Ich mach den Stein mal weg. Rechts A runter, rechts A runter. Also rechts A runter, rechts A runter. Gut. Ah. Interessant, jetzt können wir da oben rein. Also so viele Wege, Leute, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Was ist hier? Diese nur der Goldeskulptur und dieses Ding Schleim da vorne, das macht folgendes. Wenn es das erwischt, dann vernehmen wir unser Schild. Das frisst unser Schild. Wir müssen uns wieder ein neues kaufen. Dann machen wir das aus der Ferne. Oh Mann, ich hasse dieses Ding, Alter. Das kann sich, das bewegt sich, das kommt zu uns. Es ist tot. Vollgebracht. Hier ist eine goldene Skulptur. Wunderbar. Ich habe halt gelesen, Leute, was ich bekomme, wenn ich Skulpturas abgebe. Bei dem letzten Sohn, vom letzten Sohn bekomme ich, glaube ich. Ich bekomme ein Herzteil. Vom letzten Sohn bekomme ich ein Herzteil, wenn ich ihn befreie. Nee. Nee, wie kann's denn? Runter A. Runter A, rechts runter A. Nee. Oh Mann! Rechts A, runter, rechts A, runter. Gut. Also, rechts A, runter, rechts A, runter. Ich muss den Stein wieder weg tun, damit ich in die Tür rein kann. Also ich habe gelesen, wenn man alle 100 Skulpturas findet, es ist eigentlich, also es ist so, wenn man alle 100 Skulpturas findet, dann wird auch der Vater erlöst, er wird auch ein Mensch. Und immer wenn man dann zu dem Vater geht und ihn anspricht, bekommt man ihm 200 Rubine, jedes Mal. Aber ich meine, das ist für einen Unsinn, weil wir bekommen, wenn pro Fisch bekommen wir von den Typen, von dem Bettler auch 200 Rubine, also ich werde Skulpturas noch sammeln, bis ich... Wenn ich eine finde, werde ich sie natürlich mitnehmen. Aber alle 100 werde ich nicht holen, weil das für mich Unsinn ist. Die sind 100%. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Danke, lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen.
Wände, die du mit dem Relikt der Kronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Gut. So, ich will endlich mal die Karte haben, oder den Kompass zumindest. Die Karte wäre mir lieber. So, jetzt haben wir zwei Schüssel, Leute. Jetzt werden wir weitergehen. So. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Ja, sind wir hier soweit fertig? Eigentlich. Jetzt am Anfang. Hier. Leute, ich sehe, meine Zeit ist fast um. Also was heißt um? Viertelstunde haben wir, glaube ich, schon wieder gemacht. Oder gespielt. Ich würde sagen, ich werde den Part kurz beenden. Und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Part bei Legend of the Ocarina of Time. Bis gleich. Tschüss!